Was geht? Willkommen auf meinem Channel. Ja, der Leuchter hier, wie heißt das Ding hier, was hier steht, Ständer Penis, leuchtet mir voll in die Fresse. Sonnenbank Flavor. Leider Gottes muss ich heute mal mit meinem Handy filmen, denn ich befinde mich gerade spontan im Tattoo-Studio und ihr wisst ja, ist ja geschlossen wegen Corona. Und ja, was wollte ich euch gerade kurz mitgeben und mitteilen, und zwar folgendes. Viele fragen mich immer so, Sascha, wieso schmerzt mein Tattoo eigentlich mit einer Zeit irgendwie immer mehr? Damit meine ich jetzt nicht, wenn es gestochen ist und abgeheilt ist, dass es dann irgendwann schmerzt, sondern was ich damit meine ist, pro Sitzung. Wait, Sir. Ja, das heißt, viele fragen mich dann mal, Sascha, irgendwie habe ich das Gefühl, umso mehr Sitzungen ich habe, umso mehr habe ich Schmerzen. Und da liegst du vollkommen richtig, mein Freund. Okay. Denn ich kann dir sagen, so sind es meine Erfahrungen, das ist immer meine Meinung, was ich hier teile. Ich muss das immer in jedem Video erwähnen, damit auch Leute sich nicht da irgendwie angegriffen und verletzt fühlen. Jedenfalls, was ich euch damit sagen will, ist, ja, es ist wirklich so, umso mehr Sitzungen du hast, umso mehr schmerzt dein Tattoo. Bei den meisten Leuten, die wir hier hatten in unserem Studio und die wir tätowiert haben. Ja, das sind im Stück, einige, kann ich jetzt dazu sagen, eine Menge. Wir sind hier zu viert, das heißt, wir haben dementsprechend viel Kundschaft hier an Bord. Rund um die Uhr, und die sagen uns immer wieder so eine Informationen. Und selber, also selber auch von mir, jetzt spreche ich mit meiner Meinung wieder, ich muss dazu sagen, ja, das stimmt. Ich finde, dass umso mehr Tattoos ich bekomme, umso mehr ist der Schmerzpegel gegeben. Ja, er steigt immer höher in die Höhe. Also sprich, Skala von 1 bis 10, es steigt einfach ins Unendliche. Ja, wir reden nicht von 10, wir reden hier von 10.000. was ich damit jetzt sagen will, ist, pass auf, folgendes. Du hast deinen ersten Tattoo-Termin, keine Schmerzen. Warum? Du bist einfach vollkommen, na, wie soll ich sagen, angespannt, aufgeregt. Go! Sure? Yes! Kannst wahrscheinlich den Tag davor noch nicht mal pennen. Was eigentlich scheiße ist, weil du solltest schön viel pennen, damit du viel Energie hast. Wie soll ich sagen, du bist einfach aufgeregt. Das ist dein erstes Tattoo, du willst es unbedingt haben. Bim, 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 bam, bum, bam, bam! Du willst es haben, Mann. Und da ist es einfach so, dass du also gar keine Schmerzen hast, welches. Du hast einfach null Schmerzen, weil du so aufgeregt bist, weil du einfach damit umgehen kannst. Ja? Du bist eins damit. Du machst quasi Yoga, während diese Nadel gerade in dir eingesetzt wird und quasi Farbe hinterlässt. Es ist einfach so. Und nach, ja, du hast noch mehr Termine. Und noch ein Termin und okay. Irgendwann hast du dein viertes, fünftes Tattoo, und da kann es auch noch so sein, dass das nicht wirklich wehtut, weil du einfach noch aufgeregt bist. Es ist einfach so. Die Leute, die wirklich so Flatrate-mäßig jeden Monat kommen oder jeden zweiten Monat kommen und irgendwann, na, wie soll ich sagen, schon so einen kompletten Arm voll haben und dann mit dem nächsten beginnen oder dann so langsam mit dem Bein oder Rücken, die wissen, von was ich rede. Ja, es ist einfach so. Die haben plötzlich viel mehr Schmerzen. Wenn es bei dir auch so ist, schreib es mal in die Kommentare und ne, liken bitte das Video. Ja, warum es wichtig ist, keine Ahnung. Alle machen das so, also mache ich es auch. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, was es bringen soll. Naja, wie gesagt, ich kann das voll nachempfinden, wenn du da draußen jetzt auch sagst, ja, Sascha, ich verstehe dich voll und ganz, weil ja, bei mir ist es halt auch, ich habe nur noch Schmerzen. Ich bin null aufgeregt, weil, wieso? Es lässt halt alles einfach nach. Du hast irgendwann keine, also okay. Dass du aufgeregt bist, ja, dieses, dass du nicht mehr vorher den Tag pennen kannst und dass du dich darauf freust, das ist irgendwie vorbei. Bist du noch eins mit dem Schmerz, entweder seelisch gesehen, weil es dir gut tut dabei, aber trotzdem fühlst du es mehr, ja, das will ich jetzt gerade damit vermitteln. Du fühlst diesen Schmerz irgendwann immer mehr, bei den meisten Leuten. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, die nie Schmerzen haben, aber das sind sowieso keine, das sind Unmenschen, ja, das sind irgendwie Cyborgs, Roboter, Transformer. Irgendwie sowas. Ja, deswegen, das wollte ich euch nur vermitteln an dieser Stelle. Ja, wie soll ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und ja, es ist wirklich so. Denk mal drüber nach, wirklich, was ich dir gerade gesagt habe. Und du wirst genauso sagen, ja, Sascha, eigentlich hast du recht. Bin null aufgeregt, geh einfach hin, setz mich da hin und dann werde ich tätowiert oder leg mich hin und fertig aus Ende und merke sofort, aua! So, wir sehen uns im nächsten Video. Bis denn, Antenne, haut da rein. Brian. I'm gonna whip your ass, girl!